Häppchen, gell? Hübsch. Ganz hübsch, ja. Gucken, ob wir das hier beim Schafparator irgendwie ranpappen können. Jo. Sammlung wird größer. So war das nicht gemeint. Da oben. Die Hirne wieder ran. Okay. Wovon habe ich mich gerade ablenken lassen? Oh, genau. Baummehl. Könnte man auch im Pulverizer mehr von herstellen? Es braucht gerade alles Strom, den ich nicht habe. Na hier, die Anzeige sieht jetzt schon wieder besser aus. Also, sie ist leer, aber das ist dieser Grafikbug. Da irgendwo ist er gerade. Das ist okay. Du bist auch voll. Dann kann ich ja spaßhalber mal ein Pulverizer, damit ihr sehen könnt, was da so rumkommt. 6 Stück. Also doppelt so viel Ausbeute. Das ist schon ganz schick. Also ich schredder mal ein bisschen was. Sollte sich erstmal hier stauen, weil der Pulverizer wird bestimmt kein Boom mehr annehmen. Ne, der Sifter hier. So, und dann For Science einfach mal Knochenmehl reingeben. Bump. Jo. Funktioniert? Er verbraucht es nicht. Es war, glaube ich, nur Zufall, dass der Baum gerade gewachsen ist. Aber er säbelt es gut schnell weg. Das ist schon mal schön. Ja, ist Zufall. Verbraucht er nicht. Schade, schade. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwelche anderen Upgrades. Progressive Automation. Lass es trotzdem mal drin. Ich habe das Gefühl, dass es das beschleunigt. Hocke ich mich mal hier in die Ecke, starre da drauf und guck mal nach. Progressive. Da. Also Stone Upgrade, Iron Upgrade, Diamond Upgrade. Kann ich ein Diamond Upgrade in einen Nicht-Diamond Chopper tun? Wahrscheinlich nicht. Wither Upgrade, nein. Player Filter Upgrade, nein. Milka Upgrade, nein. Nö. Nö, sehe kein Upgrade, das da passen würde. Schade. Nun gut. Das heißt, wir müssen es einfach nur groß genug bauen, dass immer passiv die Bäume hochticken und jetzt wirbelt sie dann weg. Hm. Ging ja auch anders, / besser, mit anderen Maschinen, aber die kosten dann auch wieder mehr. Das ist so okay. Für unsere momentane Textstufe passt das sogar ganz gut. Dass alles nicht instant super fertig toll ist. Echt okay. So, das heißt, das ganze Bohmel kann ich mal aufhören herzustellen. Und schmeiß hier wieder Koppel rein. So. Dann. Das mit der Kiste habe ich gemacht. Das mit dem Eisenchopper habe ich gemacht. Ich kann jetzt mal ein bisschen neue Lava holen. Wie schaut es bei dir denn so aus? Wie kommst du voran? Ja, ich bin bei der Dirt-Herstellung. Da komme ich eigentlich ganz gut voran. Und ich sehe jetzt gerade zu, dass auch die Essensherstellung erstmal weiterläuft. Ja. Das Dirt ist für die Tierplattform oder für was? Genau. Kein. Und ich sollte ja unbedingt noch den Wassertank bauen. Dazu erweitere ich gleich das hier einfach ein bisschen und dann hoffen wir auf die Tintenfische, weil das mit den Kakteen jetzt irgendwie noch nicht so funktioniert hat. Mhm. Mit Wassertank und meinst du den da drüben, ja? Genau, den erweitere ich jetzt einfach mit ein bisschen Zaun und haue da noch Wasser rein. Und ja, sollte reichen. Unsere Ausgangsplattform sieht echt wüst aus. Ja, aber wir haben ja noch was anderes vor. Ja, das stimmt. So, Lava. Oh, da ist gar nicht genug Lava drin. Ich bin noch ausgegangen, ich könnte hierher gehen und mich voll decken mit Lava, aber nö. Schade, das also nicht. Dann brauchst du noch irgendwas Technisches gerade? Gerade eben nicht, nein. Okay. Dann gehe ich in Richtung zweitem Culinary Generator, damit beide Maschinen hier wirklich auch durchgehend arbeiten können. Und ich nicht immer so ein bisschen hin und her schieben muss. Das klingt ganz gut. Also brauchst du vielleicht einen Eimer für mich? Ja. Bitteschön. Danke. Toll, wenn man so viel Inventar hat, ne?
Ich habe erst in den Kisten gesucht und dann dachte ich mir, nein, warum sollte ich denn in den Kisten gucken? Gero hat es definitiv im Inventar. So, Ich weiß nicht, ob das Redstone. gut oder schlecht ist. Wir haben kein Redstone mehr. In der Mob-Farm waren zwei. Ich bastel einfach unseren Pulverizer mal um. Das kann ich machen. Das klingt gar nicht so schlecht. Ich nehme jetzt den Pulverizer. Dreh den mal. Ich wollte ihn eigentlich so drehen, dass er auch einen Output hat, und zwar zur Kiste hin. Dann würde er in die Kiste stopfen, die Transfer-Note nimmt es wieder raus und tut es wieder rein. Das macht er also so lange, bis hier drin alles Dust ist. Das wäre sehr toll. Könntest du jetzt bitte auch dich so drehen, wie ich das gerne hätte? Ding. Okay, mach die einfach kaputt. Hast du davon? So, dann setze ich dich andersrum hin. So, jetzt hast du einen Input da und den Output da. Das heißt, wenn ich hier jetzt Gravel reinschmeiße. Wenn ich hier jetzt Gravel. Raus. Da, okay. Gravel. Stell Sand oder das Nebenprodukt hoffentlich Dust her. Das landet wieder in der Kiste. Das und das. Gucken wir mal. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Aber ich denke, das wird so hinhauen. Das heißt, ich lasse jetzt eine Weile laufen. Hier ist ja eh genug Gravel drin. Ich brauche eigentlich zwei Pulverizer. Oder drei. Ja, aber da ist genug Gravel, damit der Automatic Sieve durchgehend laufen kann. Und dann komme ich später hin, hole hier den Dust raus, miste das einmal komplett aus. Warum auch immer hier zwei angebrochene Stacks Diamanten sind. Alles ein bisschen buggy gerade. Miste das hier ein bisschen aus und lass dann komplett das durchlaufen, damit ich genug Redstone habe. Aber jetzt ist ein bisschen wieder umsortieren. Ist doch irgendwie ein bisschen viel geworden an Zeug. Das, das und komische Zahnräder, die irgendwo für waren. Brauchst du eine Picke? Nein, du hast mir auch noch, also ich habe eine Flint Pickaxe und ich habe auch noch die Electrum Pickaxe. Okay. Und so dringend bräuchte ich da jetzt nichts. Oder möchtest du mir mit aller Macht irgendwas Nö. andrehen, was mein Nö. Inventar zumüllt? Nö. Ne? Nö. Das Feuer ist immer noch irritiert in der Kiste. Ja, ne? Hier. Oh, ich könnte mit dem Bone Meal aber schummeln. Warte mal. Man kann ja die Baumfarm so ein bisschen kickstarten mit dem Bone Meal. Ja, dich selber daneben stellen und das Bohnen wir drauf machen. Damit es so schön automatisch ist, ne? Ach so, wer war denn das nochmal? Gucke, Quarks war das, der gemeint hat, wir sollten mal in den Market schauen für die Baumfarm. Aber ein paar Folgen vorher wurde uns ja gesagt, dass der Market echt OP ist und fast so viel Cheaten wäre. Und deswegen machen wir das nicht. Ja, lieber nicht. Also vielleicht später, wenn man wirklich noch einen ganz seltenen Samen braucht oder irgendwas in der Richtung. Aber jetzt am Anfang klappt das so, glaube ich, auch ganz gut. Wir brauchen auch echt nur die Oak-Sachen. Zum Verfeuern. Da. Ja, geht ganz gut. Habe jetzt ein bisschen was Du gemacht. hattest doch auch ungefähr irgendwo Maple Seeds. Also bin ich mir nicht ganz sicher. Hattest du nicht davon gesprochen, dass du sowas hattest? Oder dass ich es gerne hätte. Oder Das dass du es gerne hättest? könnte auch sein. Ja, wir haben ja noch recht viel Inventar, das verstreut ist in den alten Kisten. Ist ja noch nicht komplett alles umsortiert. Also vielleicht ist da irgendwo noch Maple. Ich guck gleich mal. Ich guck schon. Arbeite du lieber. Okay.
Survival Generator. Da brauche ich Pistons für. Dann bin ich jetzt wieder beim Redstone. Und Kobbel und Holz. Okay, Holz habe ich gerade hinter mir gelassen. Holz. So, und das Essen nicht vergessen, ne? Hab ich nämlich auch gerade. Brains. Kling. Kling. Möchtest du auch mal Hirn? Nein, danke. Ja. Also Redstone und Eisen. Eisen habe ich nur noch ein Barren. Ah, das ist viel zu wenig. Heißt also, hier alles Eisenartige rauskramen. Das da. Das da. Das war's. Oh, wir haben eine Spinne im Baum. In der Baumfarm. Eine Spinne? Ja, hat sich da in der Mitte eingenistet, weil der Chopper da so ein Loch reingemacht hat. Go, go, Power Shawnee. Was denn? Sieht interessant aus, die Baumfarm, ne? Die ist gerade irgendwie an mir vorbeigefallen und gestorben oder so. Oh. Sie hatte wahrscheinlich Angst vor mir. Oh Gott, Shawnee kommt. Ja, was wird's sein? Geht vielen so. Wollen wir uns eben hinlegen? Ja. Wir machen kurz den Sieb hier alle. Ich habe einen Shawnee-Kopf gesehen. So, meine Seite. Ich finde es gut, dass du dich in deine Seite legst. Zum Anfang der Aufnahme hatten wir gerade Nacht gehabt und wollten halt die Aufnahme am Tag beginnen. Deswegen habe ich mich hingelegt in ein Bett. Aber wie sich rausstellte, war es dann wohl das falsche Bett. Ja. Hast du so richtig erkannt, das war das Falsche. Denkst du, ich will in deiner Kuhle liegen, oder was? Och, boah. So, hier ist jetzt schon wieder zu lahm. Ja, ich arbeite dran, das kann ich jetzt nicht verbessern. Eisen. Blob. 9 Stück. Oh ja, das sollte gut was bringen. Jetzt Daumen drücken, dass bei diesem 1,25-fach frieren gut was bei rumkommt. Und dann kann ich eventuell so gleich 2 Survivalist Generator bauen. Das sieht schon mal gut aus. Aus 9 mach 11. Und aus 11 mach... Ja, ich schummel auch. Ich hatte ja auch von den alten Krümeln schon was im Inventar, aber trotzdem. Aus 11 mach 13. Rein da. Blub. Blei kam raus. Einfach mal leer machen. So, das da raus. Das da rein. Puffer füllt sich relativ schnell. Kann ich dich hier einfach komplett ausmachen? Wollte ich einen Schalter für, ne? Augment Integrated Servo Mechanismus. Level 1. Ha, das kenne ich noch alles rein mit Augments hier. Und da es ein Level 1 gibt, wird es auch ein Level 2 geben. Müsste mich bei Zeiten bei Terminal Expansion mal ein bisschen reintüfteln. Aber jetzt hätte ich ganz gerne hier mein Redstone. Ganz viel Redstone. Ganz kein Powdered Nickel und Skystone und Quarz. Ich will. Nein, kein Gunpowder. Kann ich zugucken. Bau hier Blöcke. Loop. Dum, dum, dum. 26 Eisen. Ja, doch nicht ganz so viel, wie ich dachte. Aber es wird reichen. Das ganze Erz können wir wieder weg. Jip, 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 jip.
Bleiblock kann zerlegt werden, weil sonst weiß ich nicht, was es sein soll. Rein da. Die Sachen weg. Und das Forge... Wow, wobei, Fortune-Upgrade wäre schon echt praktisch, wenn es durchgehend laufen würde. Gerade jetzt für das Redstone. Echt, guck mal. Consuming 18. Producing 28. Das sollte eigentlich super hinhauen. Kommt auch Boom lieber raus. Sachen gibt's. So. Also noch von vorne. Ich hätte gern zwei Pistons. Also Planken, Cobblestone, zwei Eisen, zwei Redstone. So. Mehr. Planken. Cobblestone. Oh. Okay, nochmal. Block zerlegen. Jetzt. Planken. Cobblestone, Eisen. Redstone. Eins, zwei davon. Gut, das hätten wir. Dann Furnace. Ist ja kein Problem. Ebenfalls zwei. Und dann zwei Eisenbarren, zwei Redstone. Da wird es wieder hapern. Gib mir meinen Cobblestone für das Rückwärter nochmal. Das ist natürlich der Vorteil an der Crafting Station. Die Sachen bleiben drin. Aber so der Nachteil... Die Sachen bleiben drin. Ich bin irgendwie gewöhnt, dass die Sachen mal rausspringen und ich sofort im Inventar wieder habe. So, komm. Ein Koppel. Go, go. Na, ich kann ja schon mal eine herstellen. Da. Survival Generator. So, und damit mache ich jetzt den Culinary. Der bräuchte nochmal Redstone. Weißt du, was ein Pink Generator macht? Nein. Er hat ein Herzchen oben drauf. Das ist komisch. Das heißt, ich möchte das haben. Ich weiß es nicht. Generate RF using the power of love. Pink dye or anything that uses pink dye in its crafting recipe can be used to generate power. Man kann damit rosa Dinge zerstören und kriegt Strom. Mhm. ja, gut. Gehen wir nicht näher drauf ein. Du. Da. Da. Das fehlt immer noch. Ha. So, jetzt aber. Culinary Generator. Nimm das. Und das. Arscht mich da jemand? Nein. Würde ich nie trauen. So. Zwei Culinary-Ranger alle am Arbeiten. Ich hätte hier 64 Toast. Oh ja. Gerne. Schön. Füllen wir das einmal hier auf. Und da. So, das soll jetzt mal laufen. Das heißt, der Sieb, das Sieb, das Sieb. Das Sieb. Das Sieb und der Pulverizer sind jetzt unabhängig voneinander. Das heißt, der kann auch weiter durchgehend laufen. Braucht jetzt nur genug Kobbel. Ab Kobbel. Jetzt sollte genug Kobbel zu Lava geworden sein. Und ich kann mir da hinten genug Lava holen. Für die Schmelze, weil die hat langsam Mangelerscheinungen. Blub. So. Alles an Koppel, bitte. Ich hätte schwören können, das wäre Steuerung, aber hat irgendwie nicht geklappt. Nun gut, du. Auffüllen. Ganz viel Lava. Blablabla. So. Dann kommst du wieder mit. Und wirst vor Ort leer gemacht. Auf dass unsere Tanks schön voll mit heißer Lava sind. Da.
Das geht nicht ganz auf. Ach, Hauptsache, es funktioniert. So. Ja.